Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Daisy, stand alone. zu zweit. Ja, Nummer 2. Ich bin gerade gestorben, weil mein Auto im Boden verbuggt war, weil ich aus Versehen einen Reifen rausgeschmissen habe. Ich habe mich stark erschrocken. Nö, eigentlich nicht. Du warst ziemlich ruhig. Im Gegensatz Ja, zu weil den anderen ich Malen. konnte es einfach nicht fassen. Gut, was ist in der Vorfolge eigentlich passiert? Ich bin hier runtergebackt irgendwie, da bin ich runtergefallen. Ich hab's überlebt. Und es war irgendwie allgemein, irgendwie gerade, es war irgendwie zu krass, was hier passiert ist. Ich bin, weiß ich nicht. Braucht man hier überhaupt runter? Hier war doch nichts, oder? Nö. Gut, für euch gehe ich hier aber nochmal lang, weil es so geil aussieht. Ich glaube, doch. Den Olga-Reifen, den wollte ich nämlich rausschmeißen und habe dann alles. Kaputt gemacht. Ganz Dann. sicher. Oh, ich muss alles wieder neu einsortieren. Lass mal nochmal ein neues Backup machen. So. Ja, hier steht halt das Auto, was leider kaputt ist. Hier bin ich dann auch hochgelaufen. Hier habe ich so durchgeguckt. Lustig und interessant. Ich bin ins Wasser gefallen. Das muss ich jetzt auch nicht wieder haben. Dass ich unterkühle. Eine Zündkerze liegt hier. Hast du die Zündkerze voll mitgenommen? Nee. Das Backup hat sich gelohnt. Na gut, ich habe hier eigentlich auch schon alles sortiert. Die Dosen Pfirsiche habe ich eigentlich schon fast weggefuttert gehabt. Muss ich jetzt aber trotzdem machen. So. Genau, die Daunenjacke liegt hier immer noch. Hier war sonst weiter nichts. Nö. Hier hat Manuel gesagt, hier müssen wir rein. Das wäre so cool, wenn wir hier reinkommen. Hier Oh. habe ich eine Bandage gefunden. Die Bandage liegt hier wieder. Da liegt der Reifen, den wir mitnehmen und nicht aus dem Auto rausschmeißen. Oh, hier liegt die Pepsi drin. Die hatte wahrscheinlich Manuel vorhin genommen. Meine Pepsi. Eine Bomberjacke. Bombe. Das Maul. Ach, Streichhölzer. Streichhölzer. Hier liegt die gelbe Motorhaube. Ey. Du siehst du mich? Ich weiß nicht mal, wo du bist. Links, links, zurück, 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 zurück. Wo die Häuser beim Haus da so gesehen. Weiter links Ja. dann gucken. Siehst du mich? Ja. Siehst du auch die gelbe Motorhaube? Nein. Dann zoom mal ran. Hab ich. Ach, sie ist dann trotzdem nicht, ne? Nö. Zuh. Schie. Gut, dann fahren wir mal zum Feriencamp, wo wir beide noch gar nicht waren. Noch nie, überhaupt nicht, noch nicht einmal. Wo wir gestorben sind, ich. Delicious. Also ich habe auch gesagt, wenn da hinten der Heli-Absturz wäre, wie er auf der Karte gekennzeichnet ist, das wäre der Wahnsinn. Ich habe hier auch gar nicht runtergeguckt vorhin. Oh, ist geil. Die Welt ist echt schick. Das sage ich immer wieder.
wieder und dann wieder. Ey, nee, wir müssen das wie vorhin machen. Ich muss vorfahren. Ich würde der Hub mal was geben. Wir sammeln auch alle Besamungsteile ein. Warte, Besamungsteile? Geräte? Warte, was? Das Versamung, Verteilungssystem? Namens. Ja. Warte, was? So. Diesmal werde ich nicht sterben. Der war gut. Ich verspreche nichts. Nee, daher unser Auto, also daher mein Auto auch kaputt war, habe ich so gesagt, wir machen eins Backup. Mit meinem Tod wäre ich noch klargekommen, aber nicht mit dem Tod des Autos. Und es waren ja nur 12 Minuten. Also von daher. Du sag mal, glaubst du, hier gibt es Zombies? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich habe auch ein Gesicht. Aber von der Ferne doch, oder? Wahrscheinlich. Ah! Es muss realistisch wirken, deswegen. Eigentlich schieße ich nur sehr gerne. Achso, dann passt das ja. So. So, die ganzen alles an Samen wieder mitnehmen. Verdammte Samen! Oh, liegt jetzt nicht mehr. Hier unten lag vorne eine verpackte Munitionsbeutel-Ding da. Der Kompass liegt ja noch, aber. Ah. Ich hab was gefunden. Ach, die war hier. Die hat er nicht gesehen. Genau, verpackte, genau. Hat er nicht gesehen. Ist einfach dran vorbeigelaufen oder hat halt einfach so gesagt, Wayne interessiert das nicht. Ich habe etwas Wunderschönes gefunden. Hä, hab ich doch irgendwo mein Gesicht liegen lassen? Was sich sehr dolle interessieren wird. Eine Skimaske. Eine Maske aus Ski. Ich bin echt gespannt, weil das hast du vorhin, glaube ich, nicht gefunden. Nee. Schuhe oder Handschuhe? Nein. Weiß nicht. Das würde ich aber trotzdem freuen. So, ich bin jetzt bei meinem letzten Haus. Ich gehe jetzt zum Großen wieder zurück. Jawohl, jetzt mal hier. Eigentlich freue ich mich jetzt gerade nur über Schuhe und Handschuhe ganz, ganz, ganz dolle. Nein. Dollar. I need a dollar, a dollar, a dollar is what I need. Wo bist du? Beim großen Haus gleich. Ich. Hier, rechts von dir. Nee. Oh doch. Oh geil. Oh doch. Einmal Puls prüfen? Ja, ist echt. Oh, ist das krass. Aber man sieht sich halt selber nicht, ne? Ja. Es ist einfach nur geil, dass es dir gibt hier. Das reicht mir schon irgendwie, weiß ich nicht. Das reicht mir schon. Und da, wo das ganze X ist, was heißt das? Ist einfach so. Das ist ein Essenszeichen. Ja, hier oben ist, genau. Einkaufszeichnung, ein rotes. Tankstelle und Kreuz, ein dickes. Ach, das ist schon ziemlich geil. Ist trotzdem geil, aber, also muss ich sagen. Aber wenn man komplett rauszoomt, ist sie nur noch weiß. Ja, nö. Bei mir, ja. Sorry. Ich sehe ja dieses... Warte, hier, ich pack's hier rein.
Ach so. So, das weiß. Ah. Man sieht echt nicht, wo man ist. Oh, ich habe es auf Anhieb gefunden, wo wir sind. Ah, es hat trotzdem irgendwie was. Hey, was sind das da für ein Zeichen? Das gibt es da auch nochmal. Also das Rote hier, ich weiß ja nicht, ob ihr mal eine Maus seht, aber das Rote hier in der Mitte, dieses viereckige Ding da. Hä, bei diesen roten Ding gibt es auch nur zwei, drei, vier? Ey, da müssen wir mal hin. Ich würde gerne wissen, was da ist. Warte mal. Ah, nee, das ist die Burg und hier unten. Doch, okay. Nein, alles gut. Ach, wie geil. Gut. Dann werden wir mit unserem Hobel weiterdreifen. Dem Hobel weiter treiben. Wo ich gestorben bin, eben gerade war genau hier vorne. Ich fahre an meiner Todesstelle vorbei. Und zwar genau hier. Bäh! Soundeffekte einblenden. Und jetzt? Das sind die Wanderwegkocher. Mach die Tücker aus, da unten, sonst wäre ich schon auf Welk. Ich dachte, du sagst irgendwas, aber nur, du bist einfach auch unfreundlich. Einfach wegschnabulieren. Aber wegballern, die ganze Suppe hier. Leckermäulchen sind gut und tun mein Bäuchlein gut. Das Oh, war's mit dem ah Wanderweg von nee. nach Hause. Ah, gestolpert, mein Knie. Ja, Kalle, warum fahren wir hier eigentlich nicht mit Autos hoch? Also, das ist doch eine sehr berechtigte Frage, oder? Eigentlich schon. Schade, dass es so Ist. neblig ist. Ja. Hier wird nicht Selbst die gerannt. Bäume knarren. Achso. Im Harz rennen wir auch nicht. Naja, gut, das geht doch zu weit. Mal die Bäume an, Junge. Musst du gleich einfügen. 12 minutes later. Alle Bäume knicken gleich um, ey. Domina Day. Warte, was? Hat sich wie Domino Day angehört. Witzig. Nein. 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 Nein! Es gibt ein gutes, ich habe ganz viel Ausdauer. Weil ich nichts dabei habe. Ich war voll in der Cheat! Mauer. Ui! Das sieht schon wieder so Fallout-Tiger aus. Da gibt's wirklich was am Ende. Oh, ist das geil. Ein Stein. Zwei. Ein Waffenpflege-Z.
Wie jung und alt. Warte, was? Ich dachte, wir sind am Kartenende. Willst du da jetzt wirklich runterlatschen? Ja, du könntest ja mal auf der Karte gucken, um zu gucken, was das ist. Okay, DayZ Map. ich hab's nicht geschrieben. DayZ Map. Warte, ich hol meine Karte raus. Warte, wo ist sie denn? Ich suche sie gerade in meinen Ordner. So, wir sind hier. 639. Und 6500. Da ist gar nichts. Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Schreit er hier rum? Ja! Ich bin der Größte von die Welt. Und noch ein bisschen Alter, sieht krass aus, ey. Und ich stürze dich runter. Oh, und du stößt mich. Nur, er hat auf jeden Fall einen starken Puls. Hat noch, wie ich das gemessen habe. Finger in Po, Mexiko. Das ist geil. Ein Fernglas liegt hier. Wo bist du? Bin da wieder hingegangen zu dem Punkt, wo wir da oben drauf standen. Ich gucke ab dem Fernglas mal so ein bisschen umher. Wo bist du? Ich verstecke mich gerade hinterm Baum. Das ist schön. Also kann hier ruhig auf jeden Baum schießen. Jetzt da passiert ja nichts, ne? Kannst gerne versuchen, mal gucken, ob ein Baum zurückschießt. Wo bist du? Unten bei unseren Outdoors. Alter, du Gashi. Einfach quäfelt eingelaufen. Läuft sie gerade auch querfeld ein, oder? Nee. Ah, fuck! Oh. Gashi, du bist viel zu schnell gewesen. Ich wollte dein Auto verstecken. Oh. Oberthicken Start. Ich hätte händig nur von dir gehört. Oh. Ey, ich brauche Schuhe. Du darfst nicht mit meinem Auto fahren. Du machst das nur wieder kaputt, so wie deins. Alter Schwede, ich hab mich so erschrocken, ey. Die ganze Jute Stuhl nass gemacht, ey. Du musst doch nur unterschreien, wenn du hältst, ey. Oh. Wieso? Ich komm hier nicht weg. Doch jetzt. Was ist denn hier los? Ist das hier nur so ein kleines Ding? Ja. Ah, zurück. Hey, hoff.
Verschwinde hier! Bist du halt die Knudel, sie wie die Frette! Oh nein. Das Original sieht nämlich jetzt viel besser. Das originale Nudelsieb von der Markenfirma. Das Deutsch. Das deutscher Nudelsieb. Das Grobstahl. Ja gut, Edelstahlsieb hat meine Omi noch. Das soll deutschen Panzerstahl sein. Damit musst du Granaten abwehren können. Da musst du aber den Nudelsieb draufschmeißen und die explodieren, aber es passiert nichts. Gesundheit. Ich stehe. Oh Gott, hier sind überall Bäume im Weg. Oh Gott. Ich dachte, du fährst ernsthaft durch. Alter, dein Auto quietscht, Junge. Mach doch mal die Handbremse weg. Welche Handbremse? Das gibt's auch nur mit modernen Autos. Mit Automatikgangschaltung, ja? Ja. Ja. Und ich düse im Sausen. Naja, ersten Gang. Und nimm den zweiten gar nicht mit. Nee, auf die Zentrum. Weil er dann nur zu langsam wird. So lächerlich ist das. Ja. So lächerlich, dass er noch nicht mal einen Berg hochkommt, aber dann, wenn er auf Gelände einen zweiten schaltet, dann war es auch so hoch. Das ist irgendwie traurig. Ja. Ob der LKW das auch mitbringt? Natürlich. Im ersten Gang kommt er bis 220 km/h fertig. Ja, oh, pass natürlich. Auf hier. Mach dir nicht den Lack kaputt. Oh, Bauchkribbeln hups. Okay. Hier sind wir. Achso, hier sieht ja die Maus nicht. Ja, ich kann auch nicht weiter ran tun. Links. Wir könnten links fahren, aber müssen wir jetzt nicht unbedingt. Was sagst du? Da oben steht ein Hatchback und es könnte ein Absturz sein. Nee, von dem Auto wieder? Nein, vom Flugzeug. Nein, vom Helikopter. Oh, warte mal, Laura ist da. Yep. Na gut. Wollen wir da hochfahren? Komm, mal. Okay. Mach Tür zu. Okay. Ob wir da überhaupt hochkommen? Gas. km/h 15 hier schon wieder fertig. Ja. 16 17 16 17 15. Oh nein. Doch, ja. Wow. Bleibt sogar eigentlich bei einer angemessenen Geschwindigkeit für DZ-Verhältnisse. Hat DZ überhaupt irgendwelche Verhältnisse? Plötzlich jetzt nach rechts und links ziehen. Der Autos. Alter Junge, du rast ganz schön. Glatt aus, als wärst du im zweiten Gang. Ich will einfach nur flink vorwärts kommen. Oh, ein Hochsitz. Ich halt an. Oh, warum halte ich an? Ich wollte gerade sagen.
aufgeklappt habe. Aber es ist ein Hochsitz. Ja, aber das können wir beim Zurückfahren. Das war so ein böser Fehler. Okay, ich glaube... Also jetzt kann ich es sowieso ausstellen. Ansonsten kommt es hochgelaufen und steigt es bei mir ein. Aber... Ich glaube, das war es gleich hier auch. 8, 7, 6. Komm schon. 8, 9. Oh ne, da vorne geht's nochmal. Kacke, ich kann hier nirgendwo stehen bleiben. Ich kann hier echt nirgendwo stehen bleiben. Oh, hier oben ist eine kleine... Na, ist wirklich ein Haus sogar. Oh, ist das cool. Ob ich hier hochkomme, weiß ich jetzt nicht. 14, 13, 12... 11, 10, 9, 8... Schon, Grip. Vielleicht überholst du mich auch zu Fuß. Ich bin irgendwo das los hier. Und das Auto neu dreht. Da fahren wir die Straße komplett hoch. Ja. So. Ach cool. Ja, wo ich die ganzen Bäume gerade fressen. Hier sind Zombies! Hast du das gehört? Ja. Nicht mich abknallen, ne? Ich hab mein Licht angemacht. So. Ist ja geil. Ja. Nein. Kräutertintur. Was darf es denn sein? Wir haben... Oh, ich hätte gern einmal einen auf die Fresse. Wir haben einmal... Und dann? Dark Lager, Trademark und Brückgar Lager. Bratensoße. Bratensoße. Ja, Kali, hier ziehen wir hin. Hier haben wir unsere Hose. Oh ja. Ich würde es geil finden. Da sind wir natürlich richtig weit weg von allem. Und das Hochkommen ist natürlich auch der so eine Sache. Nee, da runter müssen wir nicht. Aber wir können mal ein bisschen runter. Auf so eine etwas größere freie Fläche. Da könnten wir auch einen Heli-Absturz sehen. Du schaffst das. Während des Laufens ist nur Kohlensäure drin. Hä? Eigentlich sollten hier gar keine Bäume sein, laut Karte. Schon wieder gehickt. Na gut, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Aber wenn ich mich gibt auch noch einen Schreibtipp, wenn euch das Video gefallen hat. Tschüss.